4 Tipps, damit du sofort besser aussiehst. Wenn du diese 4 Tipps umsetzt, kannst du innerhalb von einer Woche dafür sorgen, dass du attraktiver wahrgenommen wirst. Dass wenn du unterwegs bist, du merkst, hey, Frauen bemerken dich. Du bist vielleicht in der Bar oder selbst im Alltag, du bekommst vielleicht ein paar Blicke von Frauen. Dass in deinem Umfeld es auch dann passieren kann, dass Frauen, die dich vorher nicht so interessant fanden, dich plötzlich anders anschauen, ticken mehr Interesse zeigen. All das einfach nur, indem du diese 4 Styling-Tipps umsetzt. Und diese Tipps erfordern auch nicht, dass du da, wie gesagt, viel Aufwand da reinstecken musst. Relativ einfach umsetzbar. Und wir fangen mit dem ersten Tipp an. Und der erste Tipp ist ein rein mentaler Tipp, aber ein sehr wichtiger Tipp. Und zwar: Nimm das Thema Kleidungsstil schon ernst, aber denk das Ganze nicht zu kompliziert. Wir müssen das nicht komplizierter machen, als es ist. Wir müssen daraus irgendwie keine Wissenschaft machen. Für viele Männer ist das Thema sowieso ein bisschen so ein komisches Thema, weil was du nicht willst und was du nicht tun musst, ist irgendwie jedem Fashion-Trend hinterherlaufen. Irgendwie dann neue Outfits dir kaufen und dann irgendwie jeden Tag vom Kleiderschrank stehen und die dann irgendwie Zeit nehmen, um zu überlegen, was du jetzt mit, welche Sachen du miteinander kombinieren musst, wie du die Sachen trägst, wie du deine Frisur irgendwie perfekt stylst oder sowas. Sowas brauchen wir nicht. Du willst nicht geleckt aussehen. Du musst auch nicht wie irgendwelche wilden Leute, die du auf der Straße siehst, irgendwelche jungen Männer, die da irgendwie wild und bunt rumlaufen, musst du alles nicht machen. Wir wollen das Ganze nicht kompliziert machen. Du sollst dich auch nicht verstellen. Du sollst jetzt keine Sachen anziehen, die nicht altersgemäß wären oder die nicht zu dir passen. Vielleicht hast du auch schon deine Lieblingskleidungsstücke und Outfits und Shirts und Pullover und Jacken. Und deswegen, es sollen keine radikalen Veränderungen oder sowas sein. Auf der anderen Seite sollst du das Thema, wie gesagt, ernst nehmen, weil Frauen drauf achten. Frauen wollen einen Mann, den sie anschaulich finden, der gut gekleidet ist. Frauen wollen kein metrosexuelles Fashion-Model meistens haben, aber einen Mann, der schon, wo sie den ansehen und sagen, hey, der macht sich Gedanken, der sieht gut aus. Und das Ganze hat ein paar Gründe. Erstens, Frauen haben einfach so einen Blick für das Ästhetische. Also Frauen achten einfach so ein bisschen darauf, hey, was sieht schön aus, was gefällt mir visuell. Und da ist einfach die Art, wie du dich kleidest, spielt ja eine Rolle. Eine große Rolle, ob eine Frau dich attraktiv findet oder nicht. Wenn sich eine Frau auch im Rahmen von sexuellen Fantasien zum Beispiel einen attraktiven Mann vorstellt, dann ist dieser Mann in ihren Gedanken oft angezogen. Also sie stellt sich halt einen Mann zum Beispiel vielleicht in einem Anzug vor oder in einem schicken Hemd oder in einer lässigen Lederjacke oder irgendwie in einem sportlichen Look. Und wenn sie sich einen attraktiven Mann vorstellt, dann ist das, was er anzieht, Teil davon. Bei uns Männern ist es eher so, wir stellen uns halt dann attraktive Körperteile vor, die wir halt einfach gut finden und wir achten dann nicht unbedingt darauf, okay, ist es jetzt eine Frau, die elegant oder leger oder locker gekleidet ist? Das ist jetzt nicht so wichtig im Rahmen unserer Fantasien oder das, was wir attraktiv finden an einer Frau. Und Frauen ist es halt einfach wichtiger. Das ist der eine Punkt. Also Frauen achten natürlich aufs Aussehen eines Mannes, genauso wie du auch aufs Aussehen einer Frau achtest. Aber zum Aussehen eines Mannes gehört halt viel mehr als einfach nur, wie schön bist du im Gesicht, sondern auch, wie gibst du dich, was ziehst du an? Das ist ein Grund, also Frauen achten drauf, deswegen solltest du es ernst nehmen. Eine andere Sache ist, wenn du ein Mann bist, der ein Outfit hat, das er immer wieder anzieht oder zu jedem Anlass das Gleiche anziehen würde, dann denken würde eine Frau, wenn sie dich datet, denken, deine soziale Intelligenz wäre nicht so hoch. Es kann sein, dass sie eigentlich hoch ist und dass es gar nicht stimmt, aber sie würde sich dann vorstellen, okay, wenn ich ihn jetzt meinen Freundinnen vorstellen würde, würde er immer das Gleiche tragen, wenn ich ihn meinen Eltern vorstellen würde, wenn ich mit ihm irgendwie schicker essen gehe. All das stellt sie sich halt vor, wenn sie sich überlegt, hey, will ich mit diesem Mann was Näheres eingehen oder nicht. Und deswegen sollst du das schon angehen, wenn du das Gefühl hast, du hast da vielleicht noch ein bisschen Bedarf da, wenn es ums Thema Kleidungsstil geht. Das heißt aber nicht, dass du zum Beispiel die Sachen, die du jetzt trägst, nicht mehr tragen darfst oder sollst. Die kannst du ja immer noch gerne tragen. Was ich vielen Männern einfach empfehle, die von sich sagen würden, sie kennen sich in der Mode oder was Kleidung und so angeht, nicht so aus, ist, dass sie gerne einfach weiter tragen, was sie gerne tragen, aber zusätzlich vielleicht noch so 2, 3 Outfits. Mit Outfit meine ich wirklich ein Oberteil, wie so ein Pulli, eine Hose, ein paar Schuhe, die zusammenpassen, dass man so 2, 3 Sachen hat, wo man sich auch dann nicht mehr Gedanken machen muss, wie kombiniere ich das Ganze, sondern einfach nur mal einmal vielleicht beraten wird und einmal sieht, okay, das und das und das passt, das kann ich immer anziehen, top. Das ist eine gute Sache und das mache ich zum Beispiel auch mit meinen Kunden, die von mir wünschen, dass ich eine Stilberatung mache, weil ich bin so ein bisschen diese Schnittstelle. Ich bin modisch sehr affin, also ich kenne auch viele Leute, die sehr fashionorientiert sind, ich kenne mich da aus in der Welt, ich weiß auch, was aktuell in ist und was nicht so in ist und ich weiß auch, was zeitlos immer gut aussieht, egal in welcher Modezeit wir gerade sind, also Dinge, die immer gut aussehen werden an einem Mann und
da mit dem Wissen helfe ich dann halt Männern, die vielleicht mit Kleidung und so nichts am Hut haben und da jetzt auch nicht sich zu krass irgendwie reinknien wollen, dabei mit dem geringstmöglichen Aufwand dafür zu sorgen, dass sie vielleicht 2, 3 Outfits haben, die man mal auf einem Date anziehen kann, dann nochmal auf einem zweiten Date mit einer Frau, damit man da halt einfach besser ausschaut. Und selbst wenn man von sich behaupten würde, dass man kein Modemuffel ist, sondern sich schon gut anzieht, kann es einfach sein, dass man doch eine bestimmte Sache nicht sieht oder eine Sache ist ein gewisses Kleidungsstück oder eine gewisse Stilrichtung gibt, die einem noch besser stehen könnte. Es lohnt sich also, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 2. Und bei Tipp Nummer 2 geht es um die Farben, die du trägst. Und da möchte ich aber einen ganz praktischen Tipp geben, und zwar vermeide zu knallige Farben, zum Beispiel knalliges, super knalliges Gelb oder Knallrot oder Knallgrün. Stattdessen solltest du gedeckte Farben nehmen, die nicht so stark sind. Zum Beispiel statt einem knalligen Rot eher so ein Weinrot. Statt einem knalligen Grün eher so Khaki. Khaki ist die Farbe, hier ist so ein bisschen Khaki drin. So, es ist so fast schon das, was man so ein Soldatengrün quasi, das, was man halt in der Uniform hat. Dieses Grün ist ein Ticken besser. Statt knalliges Gelb vielleicht mal beige oder Senfgelb. Also Senfgelb ist die Farbe von Senf. Und das sind halt gedecktere Farben, stehen den meisten Männern besser. Und was du bei den Farben auch noch bedenken solltest, nicht jede Farbe passt auch zu deinem Hautton. Wenn du kannst dir als Faustregel merken, wenn du eher gebräunte Haut hast, so wie ich zum Beispiel, dann bist du ein Ticken flexibler, was die Farben angeht. Kannst du eigentlich fast alles tragen an Farben. Wenn du sehr, sehr helle Haut hast, willst du es vermeiden, dass du Farben trägst, die zu sehr deinem Hautton ähneln. Zum Beispiel kann unter Umständen so ein sehr helles Beige dir nicht stehen. Ein sehr helles Grau würde dir nicht stehen. Ein Pink würde dir wahrscheinlich auch nicht stehen, wobei ich Pink jetzt auch nicht empfehlen würde zu tragen, aber diese Farben werden dir einfach nicht stehen. Also einfach als Faustregel, je dunkler deine Haut ist, desto flexibler bist du und je heller deine Haut ist, desto mehr musst du aufpassen, dass die Farben nicht zu sehr deinem Hautton ähneln. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3. Und bei Tipp Nummer 3 geht es nicht unbedingt um deine Kleidung, sondern um deine Körperpflege. Aber es hat auch was mit Styling zu tun. Und zwar, es gibt einen Körperteil, auf das Frauen nach den Augen am meisten achten. Also wenn eine Frau einen neuen Mann kennenlernt, dann schaut sie ihm erst ins Gesicht. Man schaut jemanden in die Augen, guckt, weil die Augen sagen sehr viel aus. Wie selbstbewusst bist du? Hast du schöne Augen oder bist du im Hier und Jetzt? Das alles drücken deine Augen aus. Und man schaut halt immer aufs Gesicht. Also Augen, Zähne, Nase, das ist alles das, wo man drauf schaut. Aber wenn als das Körperteil, wo Frauen dann am zweithäufigsten hinschauen, nach dem Gesicht sind, ist nicht dein Bizeps, ist nicht irgendwie deine Brustmuskulatur oder so, weil das ja auch noch gut ist, wenn du da gut ausgestattet bist, aber es sind deine Hände. Hände. Frauen achten auf gepflegte Hände. Hast du gut aussehende, schöne Hände? Und mit gepflegt und gut aussehen meine ich nicht, dass du aalglatte Bänkerhände brauchst. Wenn du zum Beispiel ein Mann bist, der seine Hände zum Arbeiten nutzt, dann ist es okay, dass man deinen Händen ansieht, dass du damit schaffen gehst. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber du kannst dennoch auf ein paar Dinge achten. Zum Beispiel, dass deine Fingernägel immer vor einem Date zum Beispiel ordentlich geschnitten sind. Dass du niemals Fingernägel kaust. Wenn du das tust, dann solltest du das sein lassen. Diese eine Angewohnheit kann dich sehr unattraktiv für Frauen machen. Dass wenn du zum Beispiel mit deinen Händen arbeitest, dass du keinen Dreck unter den Fingernägeln hast. Es kann ja sein, dass du nach der Arbeit den Dreck hast, aber dann halt vor dem Date halt nochmal rauspulen. Dass wenn du sehr trockene Hände hast, creme sie ein. Also dieses Mindestmaß an Körperpflege bei den Händen brauchst du, weil du kannst zum Beispiel echt ein cooler Kerl sein, eine lockere Zeit mit einer Frau haben. Wenn deine Hände auf dem Date einfach nicht gut aussehen, dann will die Frau dich wahrscheinlich nicht wiedersehen. Weil wenn eine Frau einen Mann ansatzweise attraktiv findet, sich zumindest vorstellen könnte, was mit ihm zu starten, schaut sie immer auf die Hände. Ich würde sagen, so, dass der Hintergrund davon ist, dass sich eine Frau natürlich auch überlegt, wie wäre es, wenn mich dieser Mann berührt. Und tendenziell berühren wir eine Frau mit unseren Händen. Und deswegen will sie einfach wissen, hey, hat der Mann schöne Hände. Und jetzt kommen wir zum letzten Tipp, Tipp Nummer 4, und da geht es um deine Behaarung, vor allem deine Kopfbehaarung und deine Gesichtsbehaarung, deine Frisur und dein Bart. Und da empfehle ich vielen Männern, mal ein bisschen zu probieren und sich vielleicht auch mal da beraten zu lassen. Man könnte sich von einem Stilberater beraten lassen, man könnte sich von einem guten Friseur mal beraten lassen, weil zum Beispiel
Bei deiner Frisur musst du schauen, hast du Locken? Wenn du so eine gute Locken hast, gibt es manche Frisuren, die deine Locken echt gut in Szene setzen können. Auf der anderen Seite, hast du starken Haarausfall? Wenn du sehr starke Geheimratsecken hast, dann sind zu lange Seiten, also Seiten ist das hier, also die hier, sehen dann vielleicht teilweise nicht so gut aus, weil das deine Geheimratsecken zu stark betont. Du musst nicht so kurze Seiten haben wie ich. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Haarausfall ist, also ich hatte früher, war meine Haarlinie dann einfach deutlich tiefer, habe auch hinten so ein bisschen Kreisrunden und damit das ganz so ordentlich aussieht, habe ich mich jetzt für einen Boxerschnitt entschieden, musst du jetzt nicht machen. Ich meine nur, unterschätze nicht, was deine Frisur da ausmachen kann. Ein guter Schnitt bei einem guten Friseur kann da definitiv helfen. Selbes Spiel Bart. Ein Bart sollst du aber noch nur dann tragen, wenn du wirklich vollen Bart hättest. Wenn du nur so leichte, ansatzweise hier so irgendwelche Punkte hättest, dann kann es sein, dass es einfach nur ungepflegt aussieht. Auch hier, ich sage nicht einfach auf eigene Faust da alles umkrempeln. Ich sage, ein bisschen vielleicht die Bereitschaft haben, mal mit einem Friseur, mit einem Stilberater darüber zu sprechen, um zu gucken, kann ich da noch ein bisschen was rausholen? Weil ja, du kannst dir oft nicht vorstellen, wie sehr ich Coaching-Teilnehmer in der Vergangenheit auch schon dabei helfen konnte, viel attraktiver zu wirken und viel besser wahrgenommen werden von Frauen. Einfach nur, indem wir uns den Bart mal angeguckt haben, die Frisur, ich denen ein paar Tipps gegeben habe und die Tipps umgesetzt wurden von einem guten Friseur und das Ganze hat dann, der Mann sah dann deutlich attraktiver aus. Das sind die 4 Tipps. Ich hoffe, sie haben dir geholfen. Wenn ich das Thema anspreche und du auch an sich mal denkst, hey, vielleicht hätte ich da ein bisschen Nachholbedarf oder wie gesagt, vielleicht bist du kein Modemuffel, aber du möchtest dich trotzdem mal so ein bisschen beraten lassen. Du möchtest im Dating auch mehr Erfolg haben, du möchtest mehr Frauen kennenlernen. Zum Beispiel, sowas wie du gekleidet bist oder wie du dich gibst, macht einen massiven Unterschied, wie deine Erfolgschancen sind, wenn du mal eine Frau ansprichst oder wie du Online-Dating nutzt. Und je nachdem, wie du halt dich da darstellst, kannst du halt viele Matches haben oder wenig Matches. Also das sind alles so Faktoren, die spielen da auch eine Rolle. Und wenn du mal mehr Frauen kennenlernen möchtest oder wenn du mal mit jemandem auch über dieses Thema reden möchtest, so hey, was kann ich machen im Bereich Styling, im Bereich Kleidungsstil, so ohne mich jetzt komplett zu verstellen, aber was zu finden, was wirklich passend ist, dann können wir beide auch gerne mal persönlich drüber sprechen. Ich kann das Ganze auch kostenlos machen, kann ich machen in Form von einem Beratungsgespräch. In einem Beratungsgespräch setze ich mich mit jemandem zusammen, eine Stunde, eineinhalb dauert das und gebe einem Mann mal wirklich einen Plan mit, was dieser Mann braucht, um mehr Erfolg im Dating zu haben, attraktiver wahrgenommen zu werden, wenn er das möchte, aber vor allem auch, wie man dann die richtige Partnerin findet, wie man Frauen kennenlernen kann, wie man da auch wirklich dann die richtige für sich finden kann, die auch wirklich zu einem passt, auch im Dating, wenn man sie auch mal 2, 3, 4 Mal kennenlernt, wie man sie von sich überzeugen kann, wie man ihr näher kommen kann. All diese Themen sind wichtig und wenn du halt eine quasi Stilberatung auch in diesem Rahmen, ganzen Rahmen haben möchtest, kannst du das gerne haben in diesem Beratungsgespräch. Dieses Beratungsgespräch kannst du mit mir führen, indem du dich bewirbst auf meiner Webseite www.kummerjamschedi.de. Da klickst du drauf und also klickst du aufs Beratungsgespräch bewerben und da gibt es ein kurzes Formular, füllst du kurz aus, um zu gucken, wie ich dir helfen kann. Und ja, vielleicht sprechen wir uns beide auch bald persönlich. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.